Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Tschüss! Willkommen back zu einem neuen Video. Es ist sehr warm draußen und ich schwitze extrem. Wenn ich umfalle, versprich mir, dass du dich hier hinsetzen wirst und dann mein Video für mich übernimmst. Danke! Yeah! Gut gemacht, Danny! Alle bitte einmal klatschen. Danke. Neues Spiel, let's go! Apokalypse! Fetter Mann, das ist richtig. Anfang, let's go, lass uns gucken, ob wir überleben. Bitte. Ich hab vergessen, wie das Spiel geht. Okay, wo ist Wasser? Okay, wenn wir eine Axt und Essen haben wir hier, nehme ich gerne. Okay, da, okay, ich seh's. Beide hinter mir wahrscheinlich, ne? Hinter mir, okay. So, das Ding ist, ich weiß leider nie, wie viel Platz wir brauchen. Ist halt ziemlich blöd, aber mal schauen. Da ist eine Waffe, ich sehe sie. Ich weiß, wo die Waffe ist. Essen und Trinken ist verdammt wichtig. Ich muss mich darauf fokussieren, dass ich Essen und Trinken ungefähr die gleiche Anzahl nehme. So, lass uns mal hier reingehen. Was habe ich hier? Ah, hier ist eine Waffe. Okay, da liegt irgendwas, kann ich leider nicht aufheben, wieso auch immer. Okay, dann nehme ich mal meine Frau mit in der Zeit. Ob das gut ist? Ich glaube ja weniger. Zum Glück, okay. Eine Sache muss man dazu sagen. Also die Familienmitglieder sind sehr gut positioniert. Alles schön neben der Tür. So, nur dass meine Tochter ein bisschen schwer ist. Aber ist okay. Pack die da rein. Pack das Ding da rein, Alter. Oh, Radio. Habe ich noch was? Noch irgendwas vielleicht? Eine Sache noch? Nee, ich kann nicht mehr. Oh, denkt ihr, das war gut? Ich denke nicht, dass es gut war. Ah, ich hätte mich mehr umsehen sollen. Das war irgendwie schlecht. Irgendwie war das enttäuschend. Ich überlege mir, ob ich es normal machen würde. Ja, ich würde es definitiv normal machen. Aber das Ding ist, man kann es auch so schaffen. Wisst ihr, ich meine, so, es war aber schon nicht so gut. Ja, mal gucken, wie lange wir überleben. Vielleicht könnte ich sogar ein zweites Mal beginnen, wenn ich nicht komplett austicke, weil mir so heiß ist, Leute. Ich schwitze. So macht es wirklich weniger Spaß, Videos zu machen, weil es so warm. Wir haben im letzten Monat die Bunkertür geschlossen. Danach kam es zur Explosion. Wir hatten Glück, es wird klappen. Wir alle sind am Leben und können weitermachen. Okay, bla bla bla. Lass uns weitermachen, gucken, ob wir überleben. Wir haben eine Map. Okay. Wir haben nur eine Map, ne? Und viele andere Sachen. Okay, viel trinken habe ich. Viel. Wir haben viel trinken und viel essen. Das ist gut. Ah, ja. Einer hat in die Kommentare geschrieben, dass man allen nur jeden fünften Tag was zu essen und trinken geben muss. Stimmt das? Oder wie war das nochmal? Was hat er nochmal geschrieben? Warte, essen, nee, trinken jeden dritten Tag und essen jeden fünften? Ich gebe einfach jeden fünften Tag essen und trinken, okay? Jedem Einzelnen. Oh, hoffentlich klappt das. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich hatte den Kommentar nicht mehr in Erinnerung. Scheiße. Nach dem Aufwachen verfolgte uns das merkwürdige Gefühl, beobachtet zu werden. Wir hätten schwören können, dass es sich im Schatten etwas bewegte. Das müssen wir tun. Nehmt die Axt raus und schlagt das Ding. Vielleicht finden wir irgendwas. Und, was haben wir bekommen? Ist jemand tot? Ist jemand krank? Nein, alle sind gesund. Das gefällt mir. Ich will einfach am liebsten den Ventilator anmachen und mein Gesicht reinstecken. Ohne Scheiß. Was auch immer es war, es ist jetzt tot, richtig tot. Okay, haben wir jetzt eine Axt, die wir... Nee, ich gebe den allen nichts zu trinken. Ich werde warten bis Tag 5. Und wir gehen doch nicht nach draußen, nein. Im Radio wird erzählt, dass das Militär Versorgungsgüter abwirft. Ich hab keine Gasmaske. Deswegen wollte ich nochmal neu starten, weil mir das gar nicht gefallen hat. Okay, alle leben noch. Nur jeden fünften Tag, ne? Ich hoffe, du hattest recht, Digga. Es wäre zu gefährlich, ohne Schutzkleidung rauszugehen, ja. Das ist natürlich scheiße, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob jemand überlebt. Ab fünf Tage. Fünf Tage hat niemand was zu essen und trinken bekommen. Jetzt bin ich gespannt. Alle leben, du hattest recht. Jetzt geben wir dem wieder was. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, ich werde alles überspringen. Wir müssen das gar nicht lesen. Das ist, wir können die Zeit dafür nutzen, vielleicht, wenn der Part noch nicht lang genug geht, noch einen Versuch zu starten. Aber jetzt geben wir allen was zu essen und trinken, ne? Moment. Timmy ist auch... Er braucht Wasser, jetzt. Aber Timmy braucht ja nur Wasser. Mary Jane braucht auch nur Wasser. Alle brauchen nur Wasser. Aber die brauchen nichts zu essen. What the fuck? Also, zu essen brauchen die wann?
Okay, ich gebe einfach allen was zu trinken. Scheiß drauf. Nee, wir haben ja gar nichts. Was war das? Eine Ratte? Normalerweise sind Ratten kleiner als Katzen und dieser Doppelschwanz. Wir könnten es nicht zulassen, dass diese Kreatur vor unseren Vorräten nascht. Nee, es geht gar nicht. Los, benutze die Axt. Das Gute ist an der Axt, man kann sie immer wieder benutzen. Das ist sehr gut. Hätte ich die Axt nicht mitgenommen, hätten wir jetzt ein großes Problem. Und da würde irgendwas drunter leiden. Unsere Dosen sind sicher nice. Also anscheinend hat auch niemand Hunger. Wir haben Tag 6. Hä, wann sollen die denn essen? Jeden 10. Tag oder was? Ich meine, man muss ja nicht so oft essen, aber trotzdem ist es ziemlich merkwürdig. Nö, keiner hat Hunger. What the fuck? Habe ich denen schon was zu essen gegeben? Könnte sein, ne? Habe ich denen gestern was zu essen gegeben? Also gestern im Spiel? Ich habe keine Ahnung. Übrigens, ich will erst rausgehen, wenn ich auch eine Gasmaske oder sowas habe. Und ich, ganz kurz, ich mache kurz den Ventilator an und will einfach nur mein Gesicht reinstecken, okay? Oh mein Gott, das ist gut. Oh, what the fuck, das hört sich komisch an. Hallo, 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 hallo. Oh mein Gott, das ist so gut. Oh, das ist so cool. Ich liebe es. Wir hatten eine Reise zu den Niagara-Fällen geplant, um dieses wunderschöne Naturschauspiel zu bewundern. Aber wir haben niemals erwartet, dass wir einen eigenen Wasserfall im Bunker haben. Jetzt sieht es so aus. Oh nein! Jetzt sieht es so aus, dass die Hälfte der Rohre geplatzt ist und das ganze Wasser in unseren Bunker kommt. Wir müssen unsere Sachen retten. Radio. Radio retten wir. Radio ist ein bisschen wichtiger. Nein, beides ist wichtig. Ja, ich weiß nur nicht, was wichtiger ist. Ich glaube, Radio ist ein bisschen wichtiger. Was weiß ich. Ja, aber die Karte ist auf jeden Fall ein Minus. Mary Jane muss trinken. Ich gebe ihr jeden 10. Tag was. Durstig. Also erst ab Tag 10 bekommen die wieder was. Ich hoffe, das klappt. Und die sterben nicht. Ohne Wasser wird Dolores nicht aushalten. Okay, ich gebe ihm noch nichts zu trinken. Bitte. Er hat gesagt, jeden 5. Tag. Er muss recht haben. Oh, die Situation ist ganz einfach. Ja, wir können nichts machen. Oh mein Gott, ist mir warm. Überleben die Leute jetzt oder wie sieht's aus? Oh, alle sind krank. Aber lag das jetzt daran, weil ich nichts zu essen gegeben habe? Oder weil ich das gerade nicht gelesen habe? Wie auch immer, ich hätte eh nichts machen können, denke ich. Nein. Ja, das schaffen wir nicht. Das ist gar kein guter Versuch, Leute. Also, er braucht Wasser. Jetzt können wir wieder allen Wasser geben. Brauchen die aber auch Essen? Grab, okay, bla bla bla. Ja, wir geben denen alle Wasser. Habe ich irgendwas, irgendwie Medipack oder so? Wisst ihr was? Wir sollten rausgehen. Da die sowieso krank sind. Wir sollten planen für den nächsten Tag. Oh mein Gott, das ist gar nicht gut. Alle werden sterben. Alle werden sterben. Wirklich alle. Oh, fuck. Timmy sollte eigentlich zuerst sterben, oder? Obwohl, haben Kinder das stärkste Immunsystem oder das schwächste? Ich überlege gerade. Ich glaube, ich weiß nicht, was für ein gutes Immunsystem Kinder haben wegen Timmy. Ted ist immer noch krank. Alle haben großen Hunger. Nee. Timmy hat großen Hunger. Wir geben einfach mal Timmy was zu essen. Oh wow, das ist gar nicht gut. Auf jeden Fall wird jemand sterben, das wissen wir schon mal. Aber der rausgehen wird, ist Timmy mit einer Waffe. Wir geben ihm eine Waffe. Dann ist er sicher bestimmt. Okay, viel Spaß, wir kommen heile wieder nach Hause. Entweder werden wir hier in diesem kleinen, jämmerlichen Bunker hocken, oder wir beginnen Pläne zu schmieden, wie wir aus diesem radioaktiven Ödland fliehen. Ja, wir machen einfach mal das Radio an und hoffen, dass wir irgendein Signal hören, damit uns irgendjemand retten kann. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag wird man frühstens gerettet? Ich denke nicht, dass wir überleben. Aber wir haben den Kontakt aufgenommen. Es gibt die Armee noch. Und sie wird uns zu Hilfe eilen. Wir müssen nur geduldig warten. Dieser Soldat mit einer sehr matten Stimme sagte es klar und deutlich. Die Hilfe ist unterwegs. Jetzt müssen wir nur auf weitere Anweisungen warten und Radio... Oh nein, Leute. Wir geben dir nichts zu trinken. Erst ab Tag 15. Scheiß. Nein, nein. Ich hätte das Radio aktivieren sollen. Wieso drücke ich weiter? Ich schwitze. Mir ist warm. Leute, die Konzentration, die hat... Ich komme nicht mehr klar in meinem Leben. Okay, wie auch immer. Mary Jane hungrig. Also alle brauchen Wasser und Mary Jane geben wir was zu trinken. Und zu essen, meine ich. Wir sind in einem witzigen Bunker eingesperrt. Und unsere Vorräte sind echt beschränkt. Wenn wir überleben wollen, ist es Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. In der Nähe, in den Ruinen des alten Heims, versteckt sich eine Gruppe Rentner. Sie müssen irgendwelche Vorräte haben. Unserer Meinung nach brauchen wir diese Lebensmittel mehr als sie. Die Familie ist auch am wichtigsten, oder? Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Ja, ja. Schon wichtiger. Wir müssen ja irgendwie überleben. Haben wir was bekommen? Bitte, 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 bitte.
Eine Gasmaske. Und nichts anderes. Alles klar, ich weiß Bescheid. Scheiße. Ah, Mary Jane verdient etwas Essen. Ernsthaft. Ah. Schon wieder will Mary Jane essen? Die will irgendwie immer essen. Kann das sein? Mary Jane, ich bitte dich. Du musst nicht immer essen. Timmy ist anscheinend tot, stimmt's? Vor kurzem haben wir ein stilles Klopfen an unserer Tür gehört. Als wir aufgemacht haben, haben wir einen Koffer gefunden und niemand war zu sehen. Er ist nicht beschriftet, aber wir sind deutlich, dann sollen wir prüfen, was drin ist. Ja, natürlich. Also sonst werden wir so oder so sterben. Also wir müssen es tun. Tag 17. Ich glaube, das könnte sogar das sein, wo ich am wenigsten überlebe, weil ich die dümmsten Sachen aufgehoben habe. Es war eine getarnte Bombe. Ihnen war nichts drin, außer irgendwelchem Plunder. Als wir... Okay, es war nur eine Bombe. Mary Jane will wieder was essen! Meine Güte, Mary Jane! What the fuck? Fühlt sie mich verarschen, Alter? Nö. Der gebe ich jetzt nichts. Wer soll rausgehen? Ich lasse Ted raus. Oder nee, nicht Ted. Ich lasse Mary Jane, weil die immer Hunger hat. Oh, Gasmaske geben wir. Das ist eine gute Idee. Sie ist sowieso schon krank. Aber es, ja, ich werde verlieren, Leute. Ich werde verlieren. Ich werde 100%ig verlieren. Oh, vor kurzem haben wir ein stilles Klopfen an der Tür gehört. Ja, wir machen den Koffer auf. Das ist genau derselbe Text wie vorher. Also ein Koffer ist vor unserer Tür und wir sollen entscheiden, ob wir aufmachen. Könnte natürlich eine Bombe sein, die explodiert. Vielleicht sind es aber auch Medipacks. Wasser. Heutzutage kann man nicht so viel Wasser haben. Noch was? Oh nein. Wir haben gestern Wasser gegeben. Also erster Tag 26 wieder. Ja, das wird einfach gar nichts. Ich kriege keine Medipacks. Ich hätte Medipacks nehmen sollen. Aber ich bin immer in Eile, Leute. Dann muss ich noch meine dicke Tochter mitnehmen. Oh. Shit. Okay. Sie ist tot. Ja, ich bin am Aufgeben. Ich bin am Aufgeben. Ende. Oh, hey. Sie ist wieder da. Gasmaske trinken. Ein Lock. Aber wir hätten keine Medipacks bekommen. Ja, wir wären tot. Ich versuch's nochmal. Okay, wo soll ich anfangen? Was haben wir hier? Hier haben wir eine Axt. Da hinten, da ist das Toilettenpapier. An das Essen. Okay, nehmen wir einfach mal hier diese Hand mit. Ich weiß nicht, wie viel ist Axt wert? Dann nehmen wir Essen, Trinken. Axt? Ja, Axt geht. Axt sind zwei, aber das geht. Vollkommen gut. Okay, können wir hier? Wir nehmen Timmy mit. Wir nehmen was zu spielen mit. Und wir nehmen ein Radio mit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Soll ich jetzt meine Tochter mitnehmen? Jetzt schon? Ja, wir nehmen ein bisschen was zu trinken. Meine Tochter. Und natürlich passt nichts mehr rein, weil die sie drin ist. Ist klar, ist klar. Logisch, logisch, logisch. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Essen. Wir essen so. So. Und noch was zu trinken. Und wir haben noch Zeit für etwas. Aber jetzt muss ich halt die richtigen Sachen auf eine... Ah, nee. Timmy ist noch gar nicht drin, ne? Ja, es wird nicht gut. Nein, Koffer kann ich nicht mitnehmen. Scheiße. Na, ich habe jetzt... Ah, nehmen wir was zu essen. Nehmen wir was zu essen. Okay, wir haben noch Zeit für eine Sache. Eine weitere Sache haben wir noch. Natürlich, aber ich habe keine Medipack. Lock haben wir. Na, Medipack. Ist Timmy da? Ist Timmy drin, ne? Ja, ich bin tot, oder? Komm schon, renn! Oh, war das gut oder war das schlecht? Ich habe keine Ahnung. Eine Dose haben wir noch bekommen im Regal des Bunkers. Ich sehe es, ja. Na gut, dann wollen wir mal genau dasselbe wieder tun. Wir müssen aber vorsichtig bleiben jetzt. Gucken, wie wir es machen. Ich werde wieder jeden fünften Tag geben. Ich hoffe, das war nicht der Grund, wieso sie krank geworden sind. Aber es stand so in den Kommentaren. Was in den Kommentaren steht, das stimmt immer. Das stimmt immer. Das heißt, wenn Leute sagen, du bist Loser, stimmt das. Spaß. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Hoffentlich können wir diesen Bunker bald verlassen. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Es ist mir... Nein. Oh, wir haben doch eigentlich eine Gasmaske, ne? Na, wir warten noch ein bisschen. Wir haben momentan noch genug. Seitdem wir heute Morgen aufgestanden sind, haben wir den Eindruck, dass etwas unangenehm riecht. Wir haben die Ursache schnell gefunden. Hat jemand oder etwas einen Brand gestiftet? Die Flammen breiten sich schon aus. Wofür sollen wir uns entscheiden? Ist denn das Medipack? Moment mal, Medipack wegschmeißen oder wie sieht's aus? Oder war das jetzt das Radio wegschmeißen? Oh, es ist immer, wenn ich es nicht zu Ende lese. Aber man muss hier so viel lesen und... Okay, es war richtig. Ich habe das Medipack genommen, weil... Ich weiß nicht wieso. Das ist schon wichtig, denke ich. Wasser geben? Ne, wir geben keinem was zu trinken. Aber ich denke, wir könnten sogar unsere... Ja, wir könnten planen, jetzt schon rauszugehen. Wir haben ja eine Gasmaske. Wir vermissen den Rest der Familie.
Onkel Terry, achso, ja, ja, klar, der ist aber nicht dabei, leider, euer Onkel Terry. Es gibt hier noch andere Spielmodis im Spiel. Bevor ich die spiele, will ich auf jeden Fall hier einmal gewinnen. What the fuck? Ist aber gar nicht so einfach. Nee, wir geben nichts. Okay, die wollen... Ja, okay, es gibt denen jeden vierten Tag was zu trinken, okay? Wir haben genug zu trinken und wir wollen überleben, okay? Okay. Wir lassen Timmy raus und geben ihm... Oh, ich habe keine Gasmaske. Ja, der wird hundertprozentig krank, ne? Wir geben eine Axt, scheiß drauf. Er wird hundertprozentig krank, das war irgendwie nicht so schlau. Egal, ist nur Timmy. Ich habe denen jetzt nichts zu essen und zu trinken gegeben, aber Tag 8. Jetzt gebe ich allen alles. Ich gebe dir mal jeden vierten Tag was, weil diese ganzen... Ja. Okay, okay, okay. Ihr bekommt schon was. Keine Sorge. So, jeder Einzelne. So, oh nein, wir haben kein Radio. Ich habe es weggegeben. Oh, ich treffe immer die falsche Entscheidung, bis ich das Spiel einmal gerettet werde. Das wird nicht so einfach. Ich freue mich, ich spiele auf normal. Ich spiele nicht mal auf schwer. So, what the fuck, weißt du, was ich meine? Ungewissheit kann ein Segen sein. Ein etwas essen. Wieso will sie wieder essen? Meine Güte! Knurrt der Magen. Nein! Boah, das pisst mich so an, Alter, wenn die... Klaustrophie ist ein Fluch, besonders in einem kleinen Bunker voller Gerümpel. Vielleicht öffnen wir diesen Monat die Tür, lassen wir ein bisschen frische Luft sein. Wie wär's mit nein? Wie wär's mit nein? Oh, Moment mal! Oh, Moment mal! Hab ich etwas auf Ja gedrückt? Oh, ich bin so dumm. Aber anscheinend war es keine schlechte Entscheidung, weil als wir heute Morgen die Bunkertür aufgemacht haben, also habe ich doch auf Ja gedrückt. Oh mein Gott. Um etwas frische Luft, radioaktive Luft hineinzulassen, haben wir davor einen Koffer gefunden. Er war nicht beschriftet. Sollen wir reingucken, ja. Und sind alle tot jetzt? Weil ich mir den Koffer ansehen wollte? Oh shit. Oh, Ted ist krank. Fuck. Wieso habe ich auf Ja gedrückt? Koffer ein paar Suppen gefunden, aber Igitt. Abgelaufen. Okay, hat Timmy was mitgebracht? Bla bla bla, ich bin nur. Oh yeah! Minus Axt. Alle haben Hunger. Nee. Timmy hat großen Hunger. Nee, ich gebe denen erst morgen wieder was. Ich gebe denen erst morgen wieder was zu trinken. Ted wurde infiziert, Timmy auch. Scheiß auf Timmy, wir geben Ted was. Er ist die Seele im Haus. Er ist der Held. Und wir lassen als nächstes... Oh, ich weiß nicht, wollen wir als nächstes jemand rauslassen oder sollen wir warten, Leute? Ich warte noch bis morgen oder so. Oder übermorgen, mal schauen. Yay, unser Sohn ist gestorben. Ein Traum wird wahr. Fuck. Timmy hat verrückt gemacht, als es bemerkt hat. Ist er weggelaufen. Okay. Also, alle haben Hunger, oder? Ja, alle haben Hunger. Warte mal, Tag 12 haben die was zu trinken bekommen. Das heißt, Tag 17 bekommen die wieder was zu trinken. Und zu essen bekommen die... Ja, wir haben genug zu essen. Naja, einer, um den ich mich weniger kümmern muss. Ich würde sagen, wir lassen sogar Mary Jane raus. Ist eine gute Idee, oder? Mary Jane rauszulassen. Ich meine, solange sie weg ist, braucht sie ja nichts zu essen. Oh, Ted ist gestört geworden. Läuft bei ihm. So, Mary Jane. Wir geben dir ein Spielbrett. Viel Spaß bei deiner Expedition. Hundertprozentig wird sie krank zurückkehren. Ist aber nicht so schlimm. Ist nur Mary Jane. Achtung, vor unserem Bunker steht eine Gruppe von Menschen, die nicht allzu freundlich zu scheint. Ja, wir haben nichts. Wir können nichts machen. Lohnt sich nicht, zu Ende zu lesen. Oh, das läuft gar nicht gut heute. Mir ist so warm, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Oh nein. Ist das dein verfickter Ernst? Ist das dein verfickter Ernst? Unsere Feinde überfielen uns eine Flut und machten sie so nach dem... Oh mein Gott. Nein, sie haben Tats. Wir konnten nichts tun. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe keine guten Items. Nur noch einer lebt, oder? Ah, nee. Nur noch die zwei Frauen leben. Also, wenn die gerettet werden, dann ist es auch in Ordnung. Weil Frauen werden immer zuerst gerettet. Frauen werden immer zuerst gerettet. Wenn ihr in einem Boot oder in einem Schiff seid, oder in einer Yacht oder was auch immer, und da sind richtig viele Leute, dann werden das die Frauen und die Kinder gerettet. Ist immer so. Also schätze ich mal, ist okay. Vielleicht plant das Ted ja auch. Vielleicht wurde er mit Absicht entführt, damit er uns retten kann. Wahrscheinlich, das ist Teds Plan. Stimmt's, Ted? Du wirst mich doch nicht enttäuschen, alter Sack, oder? Nein, Ted ist der Beste. okay. Wir warten erstmal. Hat sie Hunger? Okay. Da hast du nicht. Gut. Oh, yes! Hi, Mary Jane. Alles klar. Oh, beide sind behindert. Wir haben das bekommen. Wir haben zwei Wasser bekommen. Und eine Gasmaske. Ein Lock. Yes. Yes. Das ist gut. Gut gemacht, Mary Jane.
Mary Jane hat Hunger, oder? Verdient etwas zu essen, ernsthaft. Nee, bekommt sie nicht, nee. Erst wieder ab Tag 20. Ja, machen wir mal so. Geben wir den beiden was zu essen, scheiß drauf. Wir sind nur noch zwei übrig. Ist ja vollkommen egal. Also mit denen können wir leider nicht mehr rausgehen. Mal schauen, ob ich gerettet werde irgendwie. Es ist so warm, Leute. Ich kann mich nicht konzentrieren. Es ist so schwer, Videos zu machen. Ah, ich verstehe. Ich glaube, solange ab dem Moment, ab dem die Leute krank sind, brauchen die mehr zu essen und zu trinken. Stimmt das? Könnte das sein? Ted ist erschöpft. Ted? Wo bist du? Kannst du mir das mal sagen? Das Lager der Räuber unserer Stadt hat uns letztens auf die Palme getrieben. Wir können eh nichts machen, das ist mein Problem. Ach, Mann. Oh nein, okay, wir leben noch. Okay, wir haben was gehört, aber vielleicht bekommen wir irgendwas. Ich meine, wir sind zwei Frauen, wir können punkten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ted wird davon nichts erfahren. Nach draußen zu gehen und diese Bestien zu provozieren, ist das Letzte. Was wir machen wollten, haben wir keine Chance. Aber okay, bla bla bla. Was willst du? Mary Jane hat wieder Hunger bestimmt. Nee, hat sie nicht. Dolores will was trinken. Ich gebe dir jetzt einfach mal was, bevor die komplett austicken. Und da es nur zwei sind, ist alles okay. Und wir lassen niemanden raus für die Expedition. Wir warten einfach nur, damit wir zwei wunderhübschen Frauen gerettet werden. Welche von euch mehr? Wen würdet ihr daten? Puh, wir sind schon bei Tag 29. Diese Räuber bereiten uns viele Probleme. Ja, was soll ich? Ich habe keine Waffe, gar nichts. Ich weiß nicht, wie ich am Anfang wirklich alles holen soll. Sodass ich alles bekomme. Das ist fast unmöglich. Und das ist richtig scheiße. Und ich muss fast weinen, Alter, weil meine Augen so brennen. Okay, mal sehen. Jemand sollte wirklich diese Räuber zuordnen. Ja, wir haben doch gar nichts. Irgendwo Wasser. Dolores braucht Wasser? Oder wie? Braucht Dolores Wasser? Wir geben Dolores aber Wasser, scheiß drauf. Ja, wir haben ein Problem, wir haben ein großes Problem. Wir können auch niemanden rausschicken, wenn Dolores rausgeht. Wenn Mary Jane stirbt, dann bringt das nichts. Wir können nicht rausgehen. Ganz ehrlich, ich würde am liebsten Mary Jane gar nicht erst retten. Weil die nervt so hart, ne? Ich glaube, das Spiel ist auch ein bisschen Glück, kann das sein? Ich glaube, das ist der Reiz in dem Spiel. Das Spiel ist auch ein bisschen Glück. Könnt ihr mir vorstellen. Mary Jane hat sich erholt? Oh shit, Mary Jane, du hast ein starkes Immunsystem. Oh shit, ernsthaft? Sie hat sich erholt. What? Nice, sicher, dass sie sich erholt hat? Sieht aber nicht gerade erholt aus. Na, wir lassen sie einfach mal raus, schätze ich mal. Wenn sie bereit ist, rauszugehen, wieso nicht? Hat jemand Hunger? Mary Jane ist immer noch krank, Dolores hat seit langem nichts mehr gegessen, okay. Wer will was? Ich mag's. Oh, das ist, ja, Mary Jane ist immer noch knapp. Okay. Nee, Dolores braucht beides. Okay, bekommst du Dolores. Und jetzt schicken wir Mary Jane raus. So, und du bekommst. Ja! Eine Gasmaske, Bro. Viel Spaß! Hab Glück! Und komm mit etwas Gutem nach Hause. Und hör auf, die Jungs klar zu machen. Ich weiß, du bist in dem Alter, aber hör auf damit. Kann Mary Jane mal bitte nach Hause kommen? Was soll das denn? Wo ist denn Mary Jane? Oh oh. Nur noch Dolores lebt. Oh mein Gott. Komm schon, Mary Jane. Komm zurück. Oh, vor kurzem haben wir ein schnelles Koffer an unserer Tür gehört. Als wir sie aufgemacht haben, haben wir den Koffer gefunden. Ja, natürlich. Wir machen den Koffer auf. Komm schon. Gib mir irgendwas Gutes, bitte. Oh, Leute, ich schwitze so hart. Es ist so anstrengend, wenn ich... Ah, Wasser. Okay, wir haben Wasser bekommen. Naja. Wenn Mary Jane zurückkommen würde, würde sich das ja lohnen. Aber ich meine, Dolores mit einer Person, es ist nicht gerade schwer, die zu versorgen, sage ich mal. Ich warte und warte und es hilft mir einfach keiner. Oh, okay, ich habe einen Schuss gehört. Ich mache manchmal ab und zu den Ventilator an, übrigens. Mir geht es genauso wie denen in dem Bunker. Ordentliche Mahlzeit muss manchmal trinken. Wir gehen einfach beide, es ist egal. Ich habe ein Problem, wie Dolores. Also, ich weiß nicht, was ich tun soll. Man könnte denken, dass die postapokalyptische Welt still und friedlich sei, weil doch die meisten Menschen fehlen. Doch jemand klopft an unsere Tür. Als wir die Tür geöffnet haben, haben wir einen komischen Mann mit einem blauen Overall oder so All gesehen, der uns fragt, ob wir einen Hüt-Prozessor zum Tausch hätten. Meint er, ja, wir geben einfach mal was. Wir haben ja genug und wir haben hier noch eine Person.
So, Leute, ich weiß es. Okay, ich beschwere mich nicht mehr. Mir ist sau heiß, wollte ich nur sagen. Sau heiß. Weil in dem Zimmer, wegen diesen Wänden hier, wie ihr sehen könnt, vor allem da das Zimmer so schwarz ist, also die Wände, schwarz speichert die Energie. Und sich in diesem Zimmer so aufzuhalten ist, wenn es richtig warm ist, eine der schlimmsten Sachen. Deswegen habe ich hier einen Ventilator. Aber wenn ich den Ventilator anmache während der Aufnahme, ist es nur ein Problem. Wir haben eine Gasmaske bekommen. Okay, nehme ich gerne. Leider bringt sie uns gar nichts, denn ich kann mit der Gasmaske nicht mit Dolores rausgehen. Aber jetzt halt, da es so warm ist, dann ist es einfach, ich schwitze richtig und mir ist super warm und ich fühle mich super unwohl. Oh Scheiße, ich merke aber, wir haben kaum Wasser mehr. Ende. Oh mein Gott. Alter, es ist doch nicht wahr. Es ist nicht wahr. Okay, wie auch immer, wir haben 48 Tage überlebt. Und wir wurden nicht gerettet. Was soll ich tun, um gerettet zu werden? Ich habe keine Ahnung. Was soll ich tun, um gerettet zu werden? Ich würde es gerne wissen, Leute. Ich würde es so gerne wissen. Aber wir werden noch gerettet werden. Ich sag's euch. Wir werden gerettet werden, okay? Ihr werdet sehen. Wie auch immer. Schaut in den Beschreibungsfunktion links. Wenn es dir gefallen hat, sagt wie Peres. Du musst ein Like das Video abonnieren jetzt. Und unseren Nationalbeistritt nicht für dich. Im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer noch 3, 2, 1. Schau!